Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier auf dem Marsch. Mit dabei, Schaste Edler her. Hallo. Ja, wir machen gerade Maisarbeit auf Feld 62. Hexler fährt aktuell einen Kurzweilfahrer und ab und zu mal greife ich ein bei Autodrive, damit das läuft. Das mache ich gerade. Ansonsten nebenbei noch die Grasmission von Feld 45, glaube ich. Ja, mal ist schauen, ob richtig. es klappt. Mal schauen, ob es klappt. Sieht nicht ganz so aus, aber mal schauen. Ja, ansonsten machst du gerade nebenbei noch verdichten, ne? Ich verdichte das Silo. Ja. Schon gefüllt? Ist gut gefüllt, hat 2,7 Millionen Liter. Oh, das ist ja viel Geld. Es gibt Moos. Ich Ja, die freue mich. sind alle hier. Jo. Meiner Zeit voll. Lass mir. Dann schicke ich den ersten los. Mach das. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, da wieder rein, der Bursche. Und rüber Steinfeld. Tja. So, ich bin voll. Dann schicke ich gleich zu dir hin. Ich freue mich. Das ist schön. Dass ich eine Freude machen kann. Ja. Aber auch gerne. Nein, aufbleiben. Den zweiten machen wir auch gleich voll. Irgendwie. Ich schick den Ballenwagen schon mal wieder hoch zu Feld 45, ne? Ja. Das ist gut. Ich muss nur eben warten, bis der Bunker wieder leer ist. Ja. Das rennt ja nicht weg, ne? Irgendwo. Aber vorher wären wir besser mit 3 oder 4 was gemacht. Hast du was 4 gemacht? Ich habe 3 gemacht. Jedenfalls kann er leichter wenden, ne? Aha. Schon mal ein Vorteil. Da war unsere Subi garantiert und unter 10 oder 12. Nee, unter 12 vielleicht, ja, aber unter 10 nicht. Nee. Weiß ja, wenn jemand einen Discord hört, kann man ja sagen, okay, die Stimme ist oder ist nicht, ne? Mhm. Bei Jungs kann man sagen, okay, Stimmbruch, da war schon mindestens der Alter von 14 oder 15. Ja. Mädchen ist ein bisschen schwieriger einzuschätzen, aber wie gesagt, Mädels sind meistens eher reif und haben mehr Verstand als die kleinen Kinder, oder, ne? Ja. Im Allgemeinen ist das so. Aber wie gesagt, ich komme in mein tolles Küche, wird mal schief gehen. Nicht nur du. Deswegen,
Bei mir besser, wenn 18 Jahre alt ist. Also, ich meine, wenn sie lügen, das kannst du ja vorher nicht wissen. Aber wie gesagt, sobald man Discord hört und das hat, ja. Wo der nächste Abfall kommt. Okay. Weil in den meisten Fällen, man sagt, ob sie schon 18 Jahre alt sind, da kommt schon gleich Druck mehr. Aber gut. Ich meine, so 3, 4 mitspielen würden, das wäre auf jeden Fall interessanter. Dann könnte man nämlich kurz beim Outreißen weglassen normalerweise. Ganze Mais auch so ernten, ne? Ja. Aber zu zweiter brauchst du Kursblick und Maulreif. Schaffst du so nicht alleine alles. Und sei mal froh, dass es sowas gibt, ne? Ja, alle Fälle. Wo der Ryan's auch schon was entwickelt hat, ne? Mit Schicken und so, ne? Was noch nicht so funktioniert, glaube ich. Nee, das ist noch nicht ganz fertig. Ne? Ja, das ist eine Sache der Entwicklung. Also die Ellengrad-Folge ist schon fertig. Wie? Das ist nur hochladen. Mal heute Nacht. Ja. Nebenbei. Erst die eine Folge Marsch muss ich hochladen, separat, dass ich schon mal anfange mit der Bearbeitung. Also morgen früh fertig ist und dann ist das gut. Weil du kannst zwar alle kannst 14 Folgen auf einmal hochladen, aber das Problem ist, die machen dann die Bearbeitung, wo du nicht brauchst, zuerst. Ja. Das ist komischerweise. Ist das so? Diese kleinen Stücke sind lästig. Ja. Ständig wenden. Oder Abfahrer da, der nächste. Läuft ja. Bin auch fast voll. Haben wir getrunken? Jo. Wasser. Das könnte doch Wodka sein. Ah. Oder anderes Zeug. Oh, der nächste kommt.
Ist das ein Riesenhaufen mittlerweile? Wir haben noch zwei Felder. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, die sind nicht so groß. Das hoffe ich das. Müsst ihr mal gucken, wie das größenmäßig hinkommt. Kann es sein, dass dein Siliermittel beim Häcksler leer ist? Geht das nicht. Ja, das kann sein. Müssten wir auffüllen. Bringt mehr Ertrag. Schon nicht genug, ne? Nee. Mal ganz kurz. Mal sehen, wer die arme Sau sein wird und die Silos leer räumen wird. Ich nicht. Was? Mal sehen, wer die arme Sau sein wird, die die Silos leer macht. Freiwillige vor. Ja. Ich Aber sag nicht. dem, nimm den größeren Radlader, der 12.000 fassen kann. Na? So, hier hast du noch einen Volvo mit 30.000. Ich weiß. Das ist aber unrealistisch. Richtig. Ich habe auch diese Volvos mit 250.000. Ach, die waren super realistisch. Die fand ich gut. Bergbau. Bergbau. Ja. Hier hat einen Platz. Sonne. Juhu. Oh ja, unter der Räder hier. Bei einem Fahrzeug hier. Da haben sie alle keinen Respekt. Jetzt kommt das lange Ende, geht's besser.
Pendelverkehr, das ist blöd. Dann denke ich in eine verkehrte Richtung. Wünsch mal einen schönen Samstag. Ja, jetzt zum Ende der Folge. Immerhin, ne? Ah, der Wille war da. Ja, fällt mir gerade so ein. Ja. Hab ja auch Stress. Ja, ich auch. Kann mich gar nicht retten vor Abfahre. Ich kann gleich wieder an Dings übergeben. Warum ist das hier? Ich hab Fenster auf. Komm doch nicht hin. So. Muss die längere Arme wachsen lassen. Das wäre schlecht. Wo lässt sie sonst? Ja gut. Wir sind übrigens fertig mit der Folge. Ja genau. So, liebe Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Wir auf dem Arsch. Mit Mais. Tschüss. Tschüss.